So, Sonntagnacht. Ja, das war auch wieder eine heiße Nacht. Und zwar war wieder Super Bowl Time. Wer hat's gesehen? Wer hat's? Echt? Wow! Ja. Ja, das sind die, die nicht schlafen können. Vor Ort waren wirklich alle, also wirklich alles, was Rang und Namen hatte. Und Heidi Klum. Und sie hat sich allerdings bei dem Super Bowl Würstchen-Wettessen-Test den Mund etwas vollgenommen. Und? Riesenthema. 43 Grammys werden hier auf der Bühne stehen. Es wurde angekündigt, es soll die geilste Show des Jahres werden. Oh Gott, Heidi geht uns schiften. Heidi geht uns schiften. Heidi muss ausspucken. Ich überbrücke in der Zwischenzeit. Habe ich ungelogen gerade reingespuckt? Gar nichts. Mir hängt es so hinter den Zähnen. Ich hätte es auch am liebsten gemacht. Die Halftime-Show wird so mega. Ja, Heidi muss kurz ausspucken. Ne? Essen wie die Models. Reinbeißen, kurz Geschmack genießen und dann wieder ausspucken. Heidi Klum hat es gesagt. Es war die geilste Halbzeitshow in der Geschichte des Super Bowl. Ja? Ich sage ja immer, eine Sportart, bei der sich alle nur auf die Halbzeit freuen, ist keine richtige Sportart. Aber hey, wer bin ich? Schauen wir uns doch aber mal diese geile Halbzeitshow an. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das uns immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am letzten Treffpunkt, wie letztes Mal. Heiß. Ja? Heiß. Heiß. Entschuldigung, das ist natürlich, da muss ich kurz dran. Puff-puff. Ja. Das war gar nicht die Halftime-Show. Das war die großartige Giovanni Zarella-Show. Ja, sicher. Ach so, ja, okay. Das kann man natürlich auch mal verwechseln. Einfach schon von der Stimmung her. Das tut mir leid, ja. Mensch, da singt der an Tagen wie diesen. Gut, man kann bemerken, wie gut, dass Campino das nicht mehr miterleben musste. Ach so, der lebt noch? Ach, ich dachte, die Ärzte hätten sich getrennt, aber naja, egal. Gut, das Highlight der Giovanni Zarella-Show war aber für mich auch was ganz anderes. Und zwar der Auftritt von Ben Zucker. Nee, auch falsch. Eigentlich war das Highlight die Anmoderation von Giovanni Zarella für den Auftritt von Ben Zucker. Vor circa 2,5 Wochen hat sich bei mir mein Freund gemeldet, mein Freund Ben, und mir gesagt, er möchte einen Song loswerden, der ihm auf der Seele brennt. Von einer Beziehung, die erst vor wenigen Wochen und Monaten in die Brüche gegangen ist und die eigentlich toll angefangen hat. Vielversprechend, zusammenziehen. Und man hat Pläne und man möchte eigentlich für immer zusammenbleiben. Und das ist dann leider nicht passiert. Und ich weiß, dass er sich diese Worte von der Seele sprechen möchte. Und er hat mich darum gebeten, ihm die Bühne zu überlassen. Und das mache ich natürlich, denn er drückt sich am besten aus, wenn er singt. Und hier ist, mit wie konnte das passieren, mein Freund Ben Zucker. Oh nee. Ey, ohne Scheiß. Mal ganz ehrlich, wer glaubt die gequirlte Kacke, also wirklich, mal Hand hoch, wer glaubt tatsächlich diese herzzerreißende Geschichte von Giovanni Zarella über Ben Zucker? Mal Hand hoch, wer glaubt das? Wer glaubt das? Ist tendenziös gefragt. Hier hat einer gemeldet, du wolltest dich melden, oder was? Ne? Also ich finde, wobei, man muss sagen, toller Service vom ZDF, ne? Wenn der nächste Termin beim Psychotherapeuten erst in 6 Wochen oder Monaten frei ist, gehen sie einfach in die Giovanni Zarella-Show. Da kann man schon in 2 Wochen dann einfach sein Leid loswerden. Und dann... Es geht ja noch weiter. Und dann singt Ben Zucker mit seiner lieblichen Stimme, mit der lieblichen Stimme einer traurigen Nachtigall, die traurig ist, und Nachtigall, dieses herzergreifende Liebeslied. Sag mir, kommst du irgendwann mal wieder rein? Steh in der Küche und ruf deinen Namen. Auch wenn seit Wochen keine Antwort kam, du fehlst mir.
Hör mal, ich denke die ganze Zeit, räusper dich. Jetzt räusper, gib dem Mann mal ein Glas Wasser. Eine heiße Milch mit Honig. Ja, seine Stimme klingt wie eine Mischung aus Katrin Karrenbauer. Oder? Die wird in die Geschichte eingehen als die zarteste Stimme. Am Ende des Liedes, und das ist auch noch ein Knaller, am Ende des Liedes kommt es dann zu einer Gefühlsexplosion. Wie soll ich es beschreiben? Die ganze Last der Trennung, die Trauer und der Schmerz eines Ausnahmekünstlers. Alles möchte aus ihm heraus. Ist alles gesagt? Den Song kaufe ich mir. Damit kannst du herrlich die Marder aus dem Garten vertreiben. Ja, ich habe auch schon mal so geschrien, wirklich wahr. Aber da kamen bei mir die Nierensteine durch die Harnröhre wieder raus. Ja, ja, schlimme Bilder. Ich habe Fotos, wer will. So hört sich das übrigens auch an, wenn die Demonstranten von vorhin einfach von der Straße abreißen und die angeklebten Hände. Dann, ja, es tut mir leid. Aber selbst schreien können andere besser als Ben Zucker. Wirklich wahr. Und zwar sie hier. Ja, warte. Oder lieblicher, und zwar auf Italienisch. Oh. Oh. Am Samstag lief wieder DSDS, und zwar mit ihm hier. Ich möchte deine schöne Stimme hören. Ja, aber ich deine nicht. Und Neujuror Florian Silbereisen muss sich inzwischen schon von den Kandidaten verhöhnen lassen. Das ist krass. Rappen ist eine absolut große und extrem schwere Kunst. Ja? Ich bin nicht der Experte. Ja, so ist es. Bam! Mic drop! In your face! Vor allem, der Kandidat hat schon Ja gesagt, bevor Flori mit dem Satz fertig war. Das muss er erst mal hinkriegen, ne? Florian Silbereisen, hier möchte ich bitte Partei ergreifen. Florian Silbereisen mag sich vielleicht nicht mit Rap auskennen. Dafür kennt er sich aber mit Rock, Pop, Jazz und Klassik auch nicht aus. Okay? Das muss man schon dazu sagen. Wäre ja auch was ganz Neues, ehrlich gesagt, wenn RTL die DSDS-Jury mit Experten besetzen würde. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Eine Kandidatin hatte es der Jury dann so richtig angetan. Allerdings, sie singt besser, als sie sich mit den Musikern auskennt. Der Weltstar John Legend heißt bei ihr anders. Ich meine, er ist ein Produzent, der hat mit so großen Stars gearbeitet, wie Beyoncé, John Legend. Klar, John Legend, wer kennt ihn nicht? Schön blöd, ne? Wenn man so kurz vor dem Interview seinen Text bekommt. Ja. Vorsicht an dieser Stelle. Nicht verwechseln, bitte. Das hier, das ist John Legend. Okay? Richtig. So. Und das ist John Leggins. Hm? Ja. Das ist uns wichtig. John Leggins mit seinem Superhit Billig Jeans. Yeah! Wolfgang, du alte Zaubertüte! Haut dir einfach so raus, ey! Ihr könnt auch alles spielen, wie so eine Jukebox, nur umsonst. Geil!